Hallihallo, hier ist wieder Melanie. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, 3 ist einer zu viel, habe ich abgedreht. Eigentlich wäre ein anderes an der Reihe gewesen, aber irgendwie hat es wieder nicht geklappt. Und dachte mir, okay, schauen wir mal, welches raus soll. Und das 3 ist ein zu viel wollte raus. Dann machen wir das als erstes. Ich habe heute die Version auch ein bisschen abgespeckt. Das heißt, es ist eigentlich im Endeffekt wie bisher. Nur ich habe hier bei der Seite der Schlange in Bezug auf dich, das habe ich heute weggelassen, weil viele haben keinen Kontakt zu dieser dritten Person und wissen auch nichts so wirklich davon. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann schauen wir lieber ein bisschen intensiver auf euch 3 hier, ne? Macht also mehr Sinn, auch hier bezüglich ihm. Ich glaube, das ist interessanter. Ja, dann wird das Orakel auch nicht so lang. Ja, wie gesagt, ich habe hier oben ihn wieder ausgelegt in Bezug auf die dritte Person auch in Bezug auf ihn. Und da hier haben wir dich. Ihr wisst ja immer, ne, die Schlange kann jegliche Person sein. Ja, es muss auch nicht immer eine weibliche Person sein, es kann auch mal eine männliche sein. Es muss nicht unbedingt eine Rivalin sein, es kann auch jemand anders sein. Also wie gesagt, schaut mal, wie es für euch stimmig ist. Die meisten sind halt in einer Dreierkonstellation, dann ist das auch passend. Aber es kann auch hier eine Bekannte, ein Bekannter sein, der hier dazwischen funkt. Na, alles ist wie immer möglich. Ja, dann ist es ein allgemeines Kollektiv, das erwähne ich auch immer wieder. Das heißt, ihr könnt also damit resonieren oder eben auch nicht. Und ja, das ersetzt halt nun mal auch keine persönliche Legung. Da mag es hier so liegen und bei dir vielleicht in deiner eigenen Legung ganz anders. Na, deswegen empfehle ich immer, wenn ihr da was wissen wollt, einfach bei mir eine Legung zu buchen. So, wir beginnen oben und zwar hier mit dem Herren. Und zwar, was ist denn jetzt momentan aktuell der Gefühlsstand zu dieser dritten Person oder zu diesem dritten Menschen, der hier noch bei euch ist? Und da haben wir hier den Fingerschnipp. Stets zu Diensten, wenn jemand mit dem Finger schnippt, du solltest dir mehr wert sein. Wo ist dein Stolz? Ja, das kann jetzt zum einen ihn selber betreffen, schauen wir gleich. Dass also er jemand ist, der, wenn man mit dem Finger schnippt, wirklich auch gleich zur Verfügung steht. Und ja, da sieht man, dass er sich darüber Gedanken macht. Vielleicht ist sie auch so jemand, der viel von ihm verlangt, ne? Oder so ungefähr, du hast das jetzt zu tun und zu lassen, wenn ich das möchte. Und da ist halt die Frage, ja, wo ist da jetzt seine Wertigkeit hingekommen? Wo ist da sein Stolz? Es kann aber natürlich auch im Gegenzug auf hier sein, ne? Auf die Dame oder den Herren, dass man sagt, okay, wieso steht die oder wieso macht die immer alles, was ich sage? Ne? Ist es sich nicht mehr wert? So, jetzt gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier den Berg bekommen, da haben wir also hier die Blockade drinnen. Ne? Ja, geht also gerade nichts vorwärts, es steht gerade ein bisschen. Und wir haben hier den Klee. Ja, die Blockade ist also so dieses kleine Glück, das heißt, ja, das Ganze ist nicht wirklich erfüllend, wie man sieht. Man hat oder man erhofft sich da eigentlich was anderes oder hat sich was anderes erhofft. Ja, und man sieht aber auch, dass das in Kürze hier rausgehen wird. Ja, der Klee ist also so eine Abkürzung. Jetzt muss ich mal schnell das Fenster aufmachen, sonst sterbe ich hier vor lauter Warm. So. Ich habe hier Temperatur, brutal. also man sieht schon, ne, dass das genau eine Unzufriedenheit auch auslöst, dass man hier immer stets parat sein muss oder dass man das einfach auch tut und letztendlich hier nicht wirklich glücklich ist. Ja, der Klee ist für mich einfach das kleine Glück, das heißt, so richtig in die Erfüllung geht es hier nicht rein. So, dann haben wir hier dazu die Ampel bekommen. Achte auf den richtigen Zeitpunkt. Und wir haben hier die Backmischung. Mach alles, was du tust, mit Liebe. Verändere ein paar Feinheiten hier und da und am Ende wird es perfekt. Ja, also es geht eigentlich nur darum, dass man jetzt den richtigen Zeitpunkt erwischt und aus diesem Drama mehr oder weniger da aussteigt. Ne? Und man sollte halt, wie gesagt, jetzt nicht mit einer Hauruck-Aktion vorangehen, sondern auf sein Gefühl, auf sein Herz hören und einfach hier ein paar Kleinigkeiten verändern, was jetzt auch diese oder was auch der Klee hier anzeigt, ne, das ist immer so ein kleines oder Kleinigkeiten, kleine Sachen, damit man letztendlich hier was verändert oder in das Positive bringt. Ich bin mal gespannt, ich deute das eh nochmal im Kontext, aber so habe ich schon so dieses Gefühl, was ich hier reinkriege, dass also dein Gegenüber hier immer noch auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Ne? Ist aber auch wichtig, weil es geht ja auch nicht um einen Schnellschuss, sondern wenn, dann soll es ja hinterher auch wirklich passen. Ne? So.
Dann schauen wir mal auf die Gefühlsebene. Da haben wir das Parfüm. Dieser Mensch ist betörend. Kein Wunder, dass man seine Nähe suchen muss. Er, sie ist einzigartig und verwechselbar. Ja, also es ist eine gewisse Anziehung anscheinend auch zu diesem Menschen da, ja, weil sonst wäre er ja auch nicht mit dieser Person hier liiert, ja, oder wenn es hier ein Freund ist, befreundet, wie auch immer. Also irgendwas zieht ihn an, ne? So, schauen wir mal weiter. Da haben wir einmal das Schiff. Dann haben wir dich. Ui, und wir haben hier den Turm. Ja, so. Also da haben wir hier schon wieder so eine Art Abhängigkeit. Ne? Das Parfüm ist zwar eine schöne Karte in dem Sinne, dass man sagt, naja, eigentlich eine positive, aber mit dem Fingerschnipp zusammen ist das eben genau, dass man sagt, aha, da haben wir also eine Abhängigkeit. Man fühlt sich in irgendeiner Weise da also hingezogen. Da gibt es ein Thema, ne? Weil sonst würde er schon lange gehen oder irgendwas machen. Und das kann hier eigentlich auch der Grund dazu sein, dass man hier von dir aus in den Rückzug gegangen ist. Ne? Weil wir haben hier schon mit dem Schiff die Sehnsucht nach dir. Ja, wir, das ist jetzt die Frage, was fühlt er denn für die Schlange? Ne? Oder was sind seine Gefühle für die Schlange? Sehnsucht hat er zwar nach dir und man möchte auch eine Veränderung, ne? Aber es kann sein, dass er sich genau aus dem Grunde, weil er hier irgendwo noch drinnen hängt, hier mit dir das Ganze hier eigentlich ja, beendet hat oder beziehungsweise in den Rückzug, in die Distanz gegangen ist. Es kann es aber auch du sein. Ja, also dass man dich natürlich auch hier in dem Sinne sehr, sehr stark anziehend findet, aber da er da noch irgendwo drinnen ist, ne, kommt er da nicht irgendwie aus dem Quark. Und das kann natürlich auch sein, dass du gesagt hast, okay, nö, das mache ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Aber du bist trotzdem für ihn einzigartig und verwechselbar. Ne? Also hier geht es eher um dich, weil sonst wäre ja die Schlange draufgefallen. Auch wieder mal interessant, ne? Aber das könnte der Grund sein, warum man zu dir einfach auch eine gewisse Distanz hält, ne? So, schauen wir mal mit den Karten weiter. Da haben wir den Eskimo. Du hast alles, was du brauchst. Fange damit an, unnötige Dinge auszusortieren, die Genügsamkeit. Ja, das kann zum einen natürlich die Komfortzone sein, ja, weil na, ich denke schon, dass er derjenige ist, der hier der Fingerschnipper Tour ist, ne? Das heißt also, er springt, wenn man irgendwas macht. Hat er halt zumindest die ganze Zeit auch gemacht, weil mit irgendwas hängt er da drin. So, und das ist, kann jetzt, wie gesagt, zum einen die Komfortzone sein, dass es viel einfacher ist zu sagen, ja, ich bin zwar nicht glücklich, ne, aber da jetzt rauszugehen, so ungefähr, ne. Und jetzt geht es halt darum, dass ihn aber die Sehnsucht zu dir hin treibt, ne, und dass man jetzt mal anfängt, die Dinge auszusortieren. Dann haben wir hier den Archäologen. Die Ursache deines Problems liegt weit zurück in deiner Ahnenreihe. Ein Pakt oder ein Fluch sollte aufgelöst werden. Also hier ist es sehr eindeutig, dass dieser Mensch in irgendwelchen Abhängigkeiten drinnen ist oder beziehungsweise hier irgendein Thema mit dieser Person hat, ja, wo er noch nicht ganz rauskommt. Und das heißt, das ist also hier irgendwo ein familiäres Problem, Ahnenreihe zurück, irgendwas Karmisches, irgendeine Aufgabe auf alle Fälle noch. Und da haben wir den Bahnhof. Das, worauf du wartest, wird nur kurzfristig bleiben und sich dann wieder verabschieden. Ja? Und das würde hier oder passt hier eigentlich super gut zum Fingerschnipp. Das heißt, ja, es ist immer nur kurzfristig, ne? Und dann kommt schon wieder die Blockade rein, dann geht das wieder raus, dann ist es aber wieder das Gleiche und so geht es hin und her, ne? Und darum geht es jetzt, dass er sich hier einfach auch mal die Gedanken macht, ja, wer er eigentlich ist und warum er das mit sich machen lässt, ne? Und da sollte man ein bisschen in die Tiefe schauen. So, die nächsten Schritte. Da haben wir den Holzspecht. Dir werden gute Nachrichten überbracht. Jemand hat schon mal versucht, dich zu erreichen und meldet sich erneut. Ja, wer immer das ist oder was für immer für Nachrichten hier zugetragen werden. Es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht derjenige bist, der ihn nochmal kontaktiert. Ja, auch das wäre möglich. Oder es trägt ihm jemand anderes zu. Auf einmal die nächsten Schritte in diese Richtung sind auf alle Fälle, dass man sagt, okay, hier wird ihm irgendetwas übermittelt, überbracht, gesagt. Und wir haben hier dann den Sarg und wir haben hier die Lilien. Und da muss man sagen, da geht also hier definitiv was zu Ende, ne? Was also mit familiären Dingen zu tun hat, auch hier die Harmonie, ne? Also das sind die nächsten Schritte zu ihr oder zu ihm hin, ne? Dass man sagt, okay, hier wird also was beendet, ne? Da ist also, das ist so, wie die Luft ist raus,
So kriege ich das hier rein. Ne? Hier ist einfach die Luft raus. Und vielleicht kriegt er hier auch nochmal was mit, was ihm aus der Familie mitgeteilt wird oder jemand, der ihm sehr wichtig ist. Ja, wie gesagt, kannst du sein, kann jemand anders sein. Das weiß ich nicht, ob ihr Kontakt habt, auch wenn ihr keinen Kontakt habt. Vielleicht ist es einfach mal so, dass man durch draußen sich begegnet und kurzen Plausch hält oder es teilt ihm ein Freund, eine Freundin irgendwas mit. Also es kann alles sein, aber auf jeden Fall geht hier was zu Ende. Na, man beendet was und das ist auch hier so im wahrsten Sinne des Wortes die Disharmonie, die man hier im Endeffekt auch nicht mehr haben möchte. Und da haben wir den Schwamm, kostet die Situation voll aus, du wirst noch lange davon zehren können. Ja, also das werden Nachrichten sein, die ihm irgendwo weiterhelfen, auf alle Fälle, ja, sieht man, wo dann aber hier vielleicht auch ein familiäres Problem gelöst wird. Vielleicht ist diese Dame, auf die du guckst, jetzt nicht unbedingt die Diwalin, sondern vielleicht auch eine Mutter oder eine beste Freundin, die er hat oder irgendjemand, der da halt involviert ist, ne? Und man jetzt schon langsam merkt, dass hier eigentlich nur dagegen gearbeitet wird, aber man kommt jetzt hier nicht so richtig zum Erfolg oder man hat immer nur das kleine Glück. Man hat also viel auf außen geachtet, was ich hier rauskriege, also viel auf andere Personen, aber weniger auf sich selbst. Ja. Und durch dieses vielleicht Verantwortungsgefühl, was er hat oder Pflichtbewusstsein, was er hat, wie auch immer, welche Abhängigkeit das hier sein mag, ist man auch vielleicht von dir zurückgetreten, obwohl man sich nach dir sehnt, obwohl man, ja, mit dir gerne hier zusammen sein möchte. Und da geht es eben darum, dass jetzt hier etwas beendet wird. Scheint mir hier schon ein familiäres Thema zu sein. Sexuell, wenn es irgendwas ist, ist hier auch Schicht im Schacht. Also da geht gar nichts mehr. Na, das ist einfach so dieses Aufräumen gerade. Und da haben wir die Ruine. Sieh genau hin. Es ist noch nicht alles verloren. Ja, also auch wenn er vielleicht denkt, hier mit dir ist es jetzt total vorbei. Ja, nee, ist es nicht. Aber auch die Situation kann man noch zum Guten wenden. Deswegen auch hier, man sollte auf den Zeitpunkt achten, dass also da nicht wirklich ein riesen Rosenkrieg rauskommt oder, wie sagt man, ein richtiges Desaster, sondern letztendlich kommt hier irgendwas rein, was ihm hilft, ja, dass er etwas beenden kann, aber mit den Lilien, dass es also einen Ausgleich gibt, im Endeffekt, wo es für alle passt. Gut. Es ist immer, wenn einer den anderen verlässt, ja, das ist immer nicht so schön, ja. Trotzdem haben wir hier die Harmonie, den Ausgleich, die Balance liegen. Und das ist etwas, was ihm auch, wie man sieht, hier sehr am Herzen liegt, dass man da irgendwo, ja, friedlich eine Lösung findet. Hatten wir auch schon mal in einem Orakel, ne? Wieder, kommt jetzt wieder hoch, ist aber auch in Ordnung, finde ich auch gut so, ne? Dass man hier sagt, okay, können wir das nicht irgendwo liebevoll regeln, und müssen uns da jetzt nicht an die Kehle gehen sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, da wird er rausgehen. Auch hier wieder das Indiz. Ne? Oder eben irgendwas Familiäres beenden. Es kann auch sein, dass das hier eben, wie gesagt, ja, Dinge von Mama, Papa sind, Freunden, Bekannten, wo man halt lange nach der Pfeife der anderen getanzt hat und sogar noch, ja, die Beziehung oder die Verbindung zu dir aufgegeben hat, ne, oder sich distanziert hat. Das ist jetzt gerade mal so, aber wie gesagt, da kommt Hilfe, ne, da kommt also irgendwas rein und dann wird man hier, ja, für eine Beendigung, für einen Abschluss sorgen, aber in einem Ausgleich. Finde ich nicht schlecht. So, dann schauen wir mal, was denkt er denn aktuell jetzt über dich? Da haben wir hier die Musketiere, einer für alle, alle für einen, ein eingeschworenes Team, das keinen Eindringling zulässt. Ja, das empfindet er für dich, ja, dass ihr also wirklich hier eigentlich ein Team seid, wo man sagt, okay, jemand anderes sollte da eigentlich überhaupt keine Chance haben. Auch das passt wieder, weil wir hier gefühlsmäßig nicht sie haben, sondern dich liegend, ne? Aber anscheinend hat es halt doch hier jemand geschafft, da erstmal ja, eine Distanz zwischen euch zu erzeugen. Dann haben wir hier den Baum. Na, man sieht also hier die Stabilität, das Wachstum, also wirklich etwas, wo man sagt, das hat Potenzial mit dir. Na? Und wir haben hier den Schlüssel mit Sicherheit. Also er sieht auch die Sicherheit in dir. Na? Also mit Sicherheit, dass das mit dir hier wachsen kann, dass sich das entwickeln kann, dass sich das verwurzeln kann. Also richtig so was Starkes, ja, und jetzt werden wieder viele sagen, ja, aber macht er dann nichts? Ja, ja, das muss halt erstmal die Erkenntnis rein, wenn er es erkannt hat, kann er es verstehen und wenn er es verstanden hat, dann kann er auch handeln, ne? Um das geht es. Es geht also nie von hinten nach vorn, sondern von vorne
nach hinten, ja, und von hinten nach vorne. momentan ist wieder irgendwo der Wurm bei mir drin. Also man arbeitet sich von innen nach außen, so wollte ich sagen, ne? Und das muss er halt erstmal hier erkennen. Ne? Und aber da ist er schon dabei, ne? Also so dumm ist er nicht, sondern das hat er schon geschnallt, dass er hier letztendlich immer alles tut, aber es tut keiner was für ihn oder es kommt nicht das raus, was er sich da eigentlich erhofft hat. Im Gegenteil, ne? Dass er eher noch das verliert, was er eigentlich gerne haben will. Und da sieht man, das bist eigentlich du hier. So. Dann haben wir hier den Anwalt, hol dir fachkundige Hilfe, jemand wird für dich kämpfen. Ja, und da geht es auch wieder um die Situation, dass er sich hier also informieren muss, was jetzt hier Sache ist, macht er aber oder beziehungsweise findet er schon raus. Es kann aber auch sein, dass du hier nicht aufgibst und sagst, ja, ich weiß das und das und das und dass man nochmal ins Gespräch kommt. Ja, es ist so, für viele kann das echt so sein, ja, man kann immer nichts ausschließen. Aber einfach, dass man sagt, okay, er möchte jetzt aber um dich kämpfen, ne? Und da muss er sich jetzt hier einfach auch mal informieren, was hier Sache ist. Und da haben wir den Traumtänzer. Du schätzt die Situation völlig falsch ein. Zeitverschwendung, ja? Also, da muss er jetzt gucken, ne? Wie geht er jetzt vorwärts? Das heißt, also hier vielleicht, weiß ich nicht, da haben wir ja schon die Nachrichten, die reinkommen. Vielleicht hat er jemanden, mit dem er da auch darüber spricht. Es kann aber auch mit dir sein, ja. Die letzten Orakel haben es immer so angedeutet, dass er schon langsam ein bisschen rausrückt mit der Sprache. Und das kann natürlich auch sein, dass er sich vielleicht auch bei dir hier eine Information oder einen Rat einholt, wo man ihm dann auch wieder mitteilt, dass das einfach hier, na, dass er das völlig falsch eingeschätzt hat. Aber hier sieht man auch, ne, dass er das unterschätzt hat, ne? Dass das eigentlich eine stärkere Verbindung ist oder ja, dass das mehr Potenzial hat, als er vielleicht gedacht hatte. So, Gefühlsebene zu dir, da haben wir hier die Kröte. Das Gequake um dich herum hat nur wenig Substanz. Behalte die Nerven, in wenigen Wochen beruhigt sich die Lage wieder. Ja, es wird also schon gequabbelt hier, ne? Man sieht, es ist viel Getraschel, viel Aufregung. Kann auch sein, dass um dich viel gequatscht wird, auch das wäre hier möglich, ne? Und aber dass auch er denkt, ne, dass über ihn viel geredet wird und im Endeffekt hat das aber, wie gesagt, keine Substanz. Es kann natürlich auch sein, dass sich, wenn man sich hier kennt oder sowas, oder dass dir auch verschiedene Sachen zugetragen wird, ich würde da mal ein bisschen aufpassen, was davon überhaupt wirklich stimmig ist. Und dann haben wir hier der Ofen. Genug ist genug, wenn der Ofen aus ist, ist er aus. Also man hat eigentlich eh schon die Schnauze voll, dass hier letztendlich immer nur geredet wird, ne, gequakt wird, aber es geht eigentlich im Endeffekt nichts voran. Und das möchte man hier nicht mehr, sondern man möchte eigentlich genau da rausgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Lenis sagen. Aha, da haben wir nämlich den Park und wir haben hier das Buch. Ja. Also hier öffnet sich ein Geheimnis, beziehungsweise man hat auch keine Lust mehr irgendwo ja, im Hinterhalt irgendwas zu haben oder wie sagt man, im Geheimen, sondern man möchte jetzt eigentlich etwas, was geheim ist, möchte man öffentlich machen. Ne? Und das kann natürlich eure Sache sein hier, ne? Gerade wenn ihr vielleicht gerade eine geheime Affäre habt, sage ich jetzt mal, wenn ihr natürlich aktuell keinen Kontakt habt, ist es aber im Endeffekt dasselbe, dass man jetzt echt die Schnauze voll hat, dass man sagt, okay, da wird jetzt immer gequatscht und getratschelt und ne, über dich, über ihn, wie auch immer, sondern man möchte jetzt hier in die Öffentlichkeit gehen und das, was jetzt geheim war, auch öffentlich machen. Finde ich auch schon mal gut. Ja, das ist also so das Gefühl, was er hat, dass er das machen muss. Schön. Und da haben wir den Ozean. Deine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Erweitere deinen Horizont. Ja, und das ist eben genau noch Moment, wie mache ich es denn öffentlich? Ja, wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Da kann noch ein bisschen so dieses Mitschwingen, dass man sagt, ja, da wird dann noch wieder mehr getratschelt. Lieber warte ich noch ein bisschen, ne, bis sich die Lage wieder beruhigt hat und mache es dann. Aber es geht hier um die Möglichkeiten. Und das heißt, wenn ich hier Grenzen habe, ja, oder Grenzen sehe, dann sind das ja immer nur die, die ich mir selber setze, ja. Und das sieht man auch mit dem Turm. Ist ja auch eine Grenze, die im Endeffekt gesetzt wird. Ja, dass man dir gegenüber eine Grenze gesetzt hat und gesagt, du, weiter kann ich das nicht, ja. Aber letztendlich
doch, kann er schon, ne? Und jetzt liegt es halt daran, wie macht er das am besten? Also welche Möglichkeit nimmt er denn? So, und da haben wir hier das Tattoo. Und das heißt, wer schön sein will, muss leiden. Du musst halt ein Opfer bringen, ja? Und ein Opfer ist halt einfach dann aus der Komfortzone auszutreten. Vielleicht auch hier, ja, er versucht das in Harmonie zu lösen, ne? Aber man eckt halt vielleicht auch mal an, ne? Gerade wenn man hier aus einer bestehenden Ehe rausgeht oder aus einer bestehenden Partnerschaft, dann wird es ein Part hier immer nicht so schön finden. Außer es ist sowieso schon so durch, dass man sagt, ja gut, dann ist das halt so. Gibt's auch, ja, wo einfach nur einer mal den ersten Schritt macht und dann ist es angelaufen und dann gibt's auch kein Täteri, ja. Aber es geht halt wirklich darum zu sagen, okay, wenn ich das hier öffentlich machen muss, dann muss ich halt vielleicht auch mit Getratschel mal rechnen, ja, dass also geredet wird. Aber das ist mein Opfer, weil ich ja eigentlich genau hier in diese Verbindung möchte oder beziehungsweise mit dieser Person zusammen sein will. Und da muss ich das halt auch in Kauf nehmen, dass halt erstmal geredet wird. Ja, dann wird halt geredet, ja. Irgendwann verliert das auch seinen Reiz bei den Leuten, wenn sie es totgequatscht haben. Na, das ist immer nur am Anfang hier, blablabla, weil die Leute, die im Außen reden, einfach, wie man sieht, nichts zu tun haben, na, oder nichts Besseres zu tun haben, als sich über andere Leute das Maul zu zerreißen. Das gibt es immer wieder, obwohl sie einen richtigen Haufen voller Dreck vor der eigenen Haustür hätten. Aber das ist halt so, ja. Aber das nimmt dann auch wieder ab. Na, wie gesagt, das geht raus, aber das ist so ein bisschen seine Gedanken, wenn man hier sieht, na, dass da wieder geredet wird, und aber trotzdem wird es eh öffentlich werden, also er wird es machen. So, dann haben wir hier die nächsten Schritte in deine Richtung, das ist der Glockenturm. Deine Aufregung ist verständlich, ein wichtiges Ereignis steht bevor, egal wie es am Ende ausgeht, erfreue dich an dieser Erfahrung. Ja, es ist natürlich immer das, was ich sage, ne? Es ist, bist ja dann davon auch noch abhängig, ob du das dann überhaupt noch möchtest, ne? Und ist aber wurscht. Es ist für ihn auch wichtig. Na, natürlich ist er jetzt aufgeregt, weil er sagt, oh, das ist jetzt eigentlich das und jetzt haben wir hier wieder Getraschel und wenn, dann wird wieder geredet. Ne? Also man sieht schon, dass er da ein bisschen wuselig ist, weil hier einfach dieses, dass man es öffentlich jetzt macht, einfach bevorsteht. Ja? Und da, glaube ich, haben wir hier so ein bisschen die Befürchtungen drin, was könnte da noch alles passieren oder, ne? Aber es ist wurscht. Es geht auch mal eine Erfahrung, die auch hier zu sammeln ist. Und da haben wir hier den Brief. Ja? Man wird also hier mit Kommunikation daherkommen oder man wird mit dir in Verbindung gehen. Ja, man wird also reden, schreiben, wie auch immer. Dann haben wir hier die Wolken mit der hellen Seite angrenzend. Ja, das heißt also, man möchte ja etwas in die Klärung sozusagen bringen oder etwas soll sich wieder aufklären, na, dass man wieder einen besseren Blick hat. Und hier haben wir die Fische und das Ganze soll also wieder ins Fließen kommen zwischen euch, ja. Vielleicht ist es einfach auch so eine schwammige Kommunikation bis dato gewesen und jetzt möchte man hier eher in die Tiefe wieder gehen, ja, oder es wird tiefe Kommunikation stattfinden. Es kann natürlich auch sein, dass er dir mitteilt, dass er deswegen so unsicher ist, weil es hier vielleicht auch noch um finanzielle Sachen geht, ja. Die Fische sind auch für das Geld da. Gerade, wie auch immer, in welchen Umständen er steckt, kann es wieder dieses Thema sein. Aber einfach, dass er halt emotional auch unsicher war. Ja, aber das hat nichts mit dir zu tun, dass man sagt, er wäre sich dir unsicher gewesen, sondern diese Unsicherheit ist ja immer in einem selber. Ja, und die entsteht halt meistens, wenn man hier richtig kommuniziert. Ja, das heißt, wenn es oberflächlich ist oder man einfach so Larifari ist und jetzt will man das Ganze aber wieder vertiefen. Ja, oder man möchte in die Tiefe mit dir gehen. So, dann haben wir hier der Fotograf. Hinterfrage, ob das Bild, das du im Kopf hast, stimmig ist. Versuche die Situation aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Ja, da geht es eigentlich wieder genauso wie mit dem Ozean, ne? Den Horizont zu erweitern und einfach mal zu sagen, okay, das, was ich hier alles denke, ist das überhaupt richtig oder mache ich mir mehr im Kopf als alles andere? Ne? Auch mal aus der Sichtweise des anderen zu betrachten. Das heißt, da kommt man jetzt schon langsam mal ein bisschen in dieses Verständnis hinein, dass es für dich auch nicht ganz so einfach war. Ne? Also hier lockert sich schon langsam was auf und wir haben hier den Pakt. Ein Versprechen wird jetzt eingelöst, ja, und das Versprechen, was er dir gegeben hat oder was ihr beide euch gegeben hat, wird man nun einlösen, ja, und vielleicht hat er dir gesagt, ja, ich mache es öffentlich, er wird es auch öffentlich machen, ja. Es ist jetzt gerade noch ein bisschen so dieser Stress da, was könnte da passieren,
Ne? Oder wird dann noch mehr geredet oder könnte man euch beide durch den Dreck ziehen? Also lauter solche Sachen. Ne? Aber wie gesagt, er wird das Versprechen, was er dir gemacht hat, definitiv einlösen. Ja? Auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, aber er ist dran. Also ich finde das und das schon mal sehr, sehr schön. So, wir haben hier unterm Deck auch den Fuchs. Das heißt, es geht also hier schon in gewisser Weise um die Schleue. Ja? Cleverness jetzt an den Tag zu legen, schlau zu handeln und ein bisschen auch dem Beobachter zu sein. Aber man sieht natürlich auch wieder ein bisschen so die Zweifel an der Veränderung. Aber wir haben die positive Veränderung da. Ja, also es wird hier ein Wandel geschehen. Da, wo er vielleicht bisher noch sehr vorsichtig war oder gezweifelt hat, da wird sich jetzt definitiv etwas wandeln. Und auch die Störche passt auch wieder sehr gut hier zum Fotografen, wo man sagt, ja, sieh's mal aus einer oder anderen Sichtweise, weil die Störche erfordern auch Flexibilität. Das heißt, man muss also mal anfangen, seine Meinung zu ändern. Ja, und das ist genau das, was jetzt hier passieren wird. Ne? Es wird also hier eine Bereinigung stattfinden. Auch nochmal hier die Kommunikationskarte. Also sehr, sehr viele Gespräche, damit man das hier letztendlich jetzt mal in den Erfolg führen kann und in das Positive. Ne? Und das versucht er halt, ein bisschen da ja, einen Ausgleich zu schaffen. Wie gesagt, ich finde es persönlich nicht schlecht, bevor jetzt da ein riesen Terzel herrscht, sondern dass man einfach sagt, okay. Es kann aber auch hier sein, dass er sich wirklich auch abnabelt von der Familie. Ja, vielleicht ist die Rivalin die Mama oder eine Schwester oder so, wo er da noch irgendwo drin hängt. Aber auch da wird er sich davon ablösen. Ja, das ist aber, man versucht es halt irgendwo im Guten und das wird auch funktionieren. Aber wir schauen jetzt mal hier, ja, was die Dame oder der Herr, wer immer das hier auch ist für dich, was denn der jetzt gegenüber deinem Herzensmenschen denkt. So, da haben wir hier das rote Telefon. Jetzt wird es brenzlig. Eine Mitteilung, Nachricht ist ernst gemeint und erfordert deine Reaktion. Eine Entscheidung lässt sich nicht mehr aufschieben. Ja, passt ja wie die Faust aufs Auge hier oben. Ne? Er ist also schon dabei, das hier zu kommunizieren. Er wird es hier auch beenden, wie man sieht, ne? Was, wie auch immer. Und ja, jetzt merkt diese Person, dass das, dass er quasi jetzt nicht mehr nach der Pfeife tanzt. Ne? Also er ist derjenige, der hier nach dem Schnipp handelt, sondern dass dieser Mensch jetzt anfängt und zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Na, ich habe keine Lust mehr, nach deiner Nase zu tanzen. Ich habe keine Lust mehr, das zu machen, was du immer willst. Ja. Und jetzt ist es halt natürlich auch dann an dieser Person gelegen zu handeln, weil das, was jetzt kommt, ist auch für sie oder für ihn nicht mehr aufschiebbar. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir auch den Baum bekommen. Wir haben das Haus. Ne? Hier geht es schon auch wieder um Stabilität und Sicherheitsthemen. Also das ist das, warum dein Gegenüber vielleicht hier nicht raus konnte. Ne? Hier wieder die Familie auch, ne? Wenn es also Familienthema ist. Irgendwas, was schon sehr lange Bestand hat. Ja, also so alte Traditionen können das auch sein. Man tut das nicht, mein Sohn. Man macht das nicht, mein Sohn. Ja, ich weiß es immer besser und so weiter. Ja, er weiß es jetzt auch besser, indem dass es nämlich nicht mehr machen will. Aber man, ja, versucht ihn vielleicht auch damit, diesem Stabilität- und Sicherheitsthema immer wieder zu ködern. Ne? So ungefähr, ja, aber hier ist ja alles sicher und beständig, ne? Komfortzone. Da ein bisschen einzuwickeln mit dem. Und da haben wir hier das Hexenhäuschen, ja, deine Neugier beschert dir entweder ein Geschenk oder einen Schreck. Und wir haben hier der Balkon. Jemand beobachtet dich, aber du weißt nichts davon. Ja, er beobachtet das Ganze auch, ne? Deswegen, wir haben hier den Fuchs, er ist auf der Beobachterposition, er schaut sich das Ganze an. Und ja, je mehr sie danach kramt jetzt oder je mehr sie was macht, umso mehr, also ich meine, kann ein Geschenk oder ein Schrecken sein, das ist immer so die Karte, wo ich mir denke, ja, letztendlich ist es zwar vielleicht ein Schrecken, wenn man jetzt dann denkt, hier beobachte ich mich eigentlich schon die ganze Zeit jemand, was ich hier mache, ne? Aber letztendlich ist es ja auch für diese Person ein Geschenk, mal aufzuwachen, dass das, was man da macht, eigentlich gar nicht so richtig ist, sondern an was hängt denn das wieder hier bei mir selber quasi, warum ich das der anderen Person zufüge. Das heißt, warum mache ich das? Ja, weil dieser Mensch hier, ja, oder diese Dame, dieser Herr letztendlich auch ein Sicherheitsthema hat. Und zwar etwas, was auch schon sehr, sehr lange existiert. Ja, das können also hier Ahnenthemen sein, weil wir hatten es ja hier schon.
oder einfach eine karmische Geschichte, die aus früheren Leben noch da ist, wo man einfach Verlustängste hat, ja, weil kontrollieren und über jemanden bestimmen wollen, ja, tue ich doch nur, damit ich selber alles unter Kontrolle habe und damit hier nichts verloren geht. Ja, und da sieht man, das ist also so bei der Thema, weil wir haben auch den Berg, ne, so die Blockade drinnen. Also irgendwas passt da nicht. Ne? Und da hat man sich ein bisschen einschüchtern lassen oder man hat da lange gedacht, gerade wenn das die Familie ist. Ja, die Familie ist immer so ein heikles Thema. Ja, aber auch da gilt es, dass mein Kind, ja, oder mein Sohn, meine Tochter immer noch ein eigenes Leben hat. Es ist nun mal so, ja. Ich kann den, sie oder ihn nicht für alles verantwortlich machen, was ich hier selber nicht auf die Reihe kriege, ja. Ich zeuge ja kein Kind, damit das später dann mein Lakai ist, sondern es geht ja auch darum, dass die noch ihr eigenes Leben führen sollen und wenn sie hier mit irgendjemandem zusammen sein wollen, ja, der, den sie für richtig halten, dann sollte eine Mutter oder ein Vater sich dafür freuen, aber nicht das Gegenteil davon machen. Ja. Aber das liegt halt daran, dass dann Mutter oder Vater hier eine wahnsinnige Verlustangst haben, ja, dass man den Sohn oder die Tochter verlieren könnte. Das ist eigentlich Bullshit ist, aber das ist so ein Thema, was halt da auch schon lange in einem rumort, ja. Kann natürlich hier auch für eine Freundin oder Freund stehen, ne? Bester Freund, beste Freundin, man war immer zusammen. Ah, da schlägt es mir schon die Stimme weg, ne? Man hat alles zusammen gemacht, ne? Und jetzt auf einmal, lernt er da jemanden kennen und dann hat er vielleicht nicht mehr so viel Zeit, ne? Und dann geht er neidlos und dann ist dieses und dann ist jenes. Also, und dann versucht man natürlich dagegen zu arbeiten, ne? Oder man ist selber unglücklich und hat Angst, dass man vielleicht einsam ist und allein ist und dann macht man solche Dinge, ne? Aber das ist halt, und er springt halt darauf an, weil er letztendlich das Thema ja in sich hat, was ja dadurch auch wieder geheilt werden darf, ne? Also eher so eine karmische Verstrickung oder eine karmische Aufgabe, was ich hier wahrnehme, ne? Passt ja auch hier. So, jetzt schauen wir mal die Gefühlsebene zu dem Herzensmenschen an. Da haben wir die Waage. Starte deinen Tag nicht mit schlechter Laune, Wut und negativen Gedanken. Verändere dich, was dich traurig macht, aber finde dich nicht damit ab. Ja, aber das tut man halt nicht, ne? Sondern ich glaube, dass da hier auch schon nicht so die tolle Stimmung ist. Ja, vielleicht lässt man es nicht so wirklich raus. Ja, man frisst es also in sich hinein und das ist natürlich immer noch schlechter. Vielleicht hat man hier tatsächlich auch Gewichtsprobleme, ja, dass man sagt, das ist Frustfressen, gibt es ja auch. Ne? Einige, die stopfen sich alles rein und nehmen zu und andere essen nichts und nehmen ab oder essen und nehmen trotzdem ab vor lauter Stress. Aber scheint hier vielleicht, dass man wirklich sogar hier da ein bisschen Probleme hat mit dem Ganzen. So, und dann haben wir hier das Hausmädchen. Geh mit deinen Informationen diskret um. Deine Einblicke sind nicht selbstverständlich. Du möchtest auch nicht, dass jeder alles über dich weiß. Ja, also irgendwo wird da auch getratschelt, ne? Und das ist jetzt sehr witzig, weil das Getratschel haben wir hier auch schon, ne? Also es wird geredet, ne? Und es wird geredet, weil man unzufrieden ist. Das heißt, diese Person hier lästert, ne? Weil sie selbst irgendetwas nicht in den Ausgleich bringt. Weil sie selber ihre Ängste hat und nichts macht und deswegen vielleicht auch irgendwelche Informationen preisgibt, die andere überhaupt gar nicht zu interessieren haben. Ne? Ah. Ja, da fällt er drauf, der Checker vom Neckar, und da haben wir den Sarg. Ne? Ja, also da ist eh schon hier tote Hose. Ne? Da sieht man, dass also zu ihm momentan auch hier der Stillstand herrscht oder irgendwas ist also schon vorgefallen. Das heißt, irgendwas ist ja schon zugetragen worden, weil wir hier auch das rote Telefon haben. Sonst würde er hier nicht auf der Gefühlsebene bei ihr mit dem Stillstand oder mit dem Sarg liegen. Das ist also für mich schon eigentlich die Beendigung, oder wo man sagt, boah, irgendwas kränkelt da. Ne? Und das mit ihm macht sie oder ihn auch krank. Ne? Deswegen auch vielleicht die Gewichtsprobleme, da stopft man sich erst recht alles rein. Oder man hat irgendeine andere Sachen, die sich halt jetzt hier da anfangen, körperlich auszuwirken. Ne? Weil das hier einfach nicht mehr gesund ist, was man hier macht. Ja? Ob das jetzt eine Frau ist noch, ob das eine Partnerin ist, ob das ein Familienmitglied ist, ob das Freund oder Freundin ist.
Es ist wurscht. Man macht hier etwas, was letztendlich nicht mehr gesund ist, ja. Und er will jetzt schon langsam das nicht mehr mitmachen, weil er merkt, dass er nicht glücklich wird so. Und sie ja auch nicht, oder er. Ne? Das ist ja immer beiderseitig dann. So, dann haben wir hier die Grotte. Die Situation ist weitaus geheimnisvoller als gedacht. Du wirst eine wichtige Entdeckung machen. Ja, man wird also rausfinden, ne? Und das ist ja auch richtig so. Spätestens wenn diese Kommunikation hier stattfindet, ne? Oder die ja hier reinkommt bei ihm, es wird ja was mitgeteilt, ne? Wird man auch hier nochmal eine Entdeckung machen, warum das so ist. Aber auch sie wird das rausfinden oder er, weil wir hier die Leniskarte haben. Das heißt, veränderte dich, dann verändert sich auch die Situation. Also es geht darum, dass hier etwas nur zum Guten gebracht werden kann, wenn also diese Person letztendlich auch an sich schaut, warum man das macht, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ne? Man sperrt ja nicht jemanden ohne Grund ein, weil ich nicht möchte, dass diese Person weggeht, weil ich nicht möchte, dass ich einsam bin, weil ich nicht möchte, dass ich allein bin und deswegen darf der andere auch nicht glücklich sein, so ungefähr. Oder wenn man hier zum Beispiel auf einen Freund, Freundin schaut, vielleicht ist diese Person hier auch mit jemandem liiert, man ist nicht glücklich, ne? Und jetzt merkt man, ach, der Freund ist glücklich oder der hat sich jetzt verliebt und alles ist super duper, ne? Dann kommt der Neid hoch und dann mache ich erst recht so einen Mist. Es kann auch sein, ja, dass du es hier mit einem Freund, Freundin zu tun hast, die das Glück neidet oder beziehungsweise er halt. Na, wo das geneidet wird, dass man sagt, ja, aber also ich will ja auch glücklich sein, ich habe hier eine Ehe, das beschissen, na, so ungefähr. Ja, wieso gehst denn du jetzt in eine glückliche Beziehung? Na? Also das kriege ich ganz stark halt hier Energie rein. Also haben wir mehrere Szenarien. Na? Auf jeden Fall, was, schau mal, wie es passend ist. Und da wird natürlich dann hier geplauschelt, gerauschelt, na? Dinge nach außen getragen, die einfach überhaupt keinen angehen. Ja. Diskretion ist nicht mehr ganz groß geschrieben, aber das macht man auch, um hier wieder jemanden unter Druck zu setzen. Und da hat er noch ein bisschen, da merkt man, ne, ein bisschen so Schiss will ich jetzt auch nicht sagen, aber ja, ein bisschen vielleicht, ne, dass man sagt, oh, werden wir wieder alle durch den Dreck gezogen oder wird das, hört das denn nie auf, ne, aber es ist wurscht, er wird das Opfer bringen, ja, auch wenn getratschelt wird, er wird das Opfer bringen, weil er hier ein Versprechen dir gegeben hat, vor Millionen Milliarden vielleicht schon, ne? Euer Seelenvertrag. Und das weißt du, dass er das einhalten muss. Und er wird es aber auch einhalten. Weil du bist hier sein Standpunkt, seine Sicherheit, da wo er sich angekommen fühlt. Ne? Schauen wir, was die nächsten Schritte hier sind. Oh. Im Dunkeln ist gut munkeln. Da hast du schon gehört, das gibt es doch nicht. Ist das wirklich wahr? Es wird so allerlei gemunkelt und getuschelt. Klammheimlich werden Gerüchte verbreitet. Jeder weiß es, nur die Person, um die es geht, nicht. Hm. Ja, also da wird ganz schön hier nicht vor der eigenen Haustüre gekehrt, sondern im Garten des anderen rumgewuselt. Das heißt, es kann also vor lauter Angst oder was hier das Thema halt ist, ne? Ängste, Verlustangst, Ablehnung, wie auch immer, setzt man Gerüchte in die Welt, die nicht stimmen. Ja, was nur um es dem anderen schwierig zu machen. Ne? Und er versucht eigentlich hier, ja, möchte es beenden, aber versucht halt hier irgendwo, dass man es halt in der Harmonie klärt oder zumindest einen Ausgleich schafft. Ne? Und hier sieht man unten, da wird schon wieder boykottiert. Ja, das ist so dieses, ja, ich hasse sowas. Ne? Wenn Geschichten erzählt werden, die nicht stimmen. Ja, vielleicht hat er auch hier gewisse Dinge zwar erzählt, ne, und die wurden wieder komplett umgedreht. Es gibt solche Leute. Gerade wenn es mit Neid und Eifersucht zu tun hast, dann wird das, was du gesagt hast, gleich mal fünfmal umgedreht und das ist wie die stille Post. Das, was du gesagt hast, wird nicht ankommen, ne, sondern hinten dran kommt ganz was anderes raus. Und da haben wir es hier wirklich mit jemandem zu tun, wo man sagt, das ist wirklich in dem Fall eine Schlange, dass man sagt, da wird also geredet und geredet und geredet, was überhaupt nicht stimmt. Ne? Und er kriegt es aber jetzt mit, ne, mit dem Holzsprecht. Es wird ihm zugetragen werden. Es wird ihm zugetragen werden und dann ist aber hier Feierabend. Ah, aber dann die Eulen drauf, ne? Alter Falter. Ja, also wirklich bla 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 bla, ne? Es wird Mist hoch 3 erzählt. Also auch dich bitte ich hier, ne? Vorsicht, nicht alles zu glauben, was dir zugetragen wird. Ja, weil das kann auch sein, wenn, vor allem wenn ihr euch alle kennt zum Beispiel. Ja, ich spiele es jetzt einfach mal durch. Achtet darauf, was dir erzählt wird, weil hier ist es definitiv nicht die Wahrheit, was hier erzählt wird. Ja, man setzt Gerücht in die Welt
Und der eine, um den geht, der weiß es nicht. So, aber der wird es erfahren. Ne? Und dann, ja. Und das wird schon in Kürze so sein. Ne? Gut, es geht auch in Kürze wieder raus. Das haben wir auch hier schon. Ne? Das ist also am Anfang jetzt, weil da ist jetzt die Heidenaufregung, weil hier jemand in sein Glück gehen will. Und das wollen wir natürlich alle nicht so ungefähr. Ne? Dann wird halt erstmal, aber wie gesagt, es wird auch bald wieder aufhören. Aber das steht jetzt in Kürze an. Also das heißt, wenn das noch nicht da ist, das kommt jetzt erst. Ne? Man wird da so richtig hier Gas geben. Und da haben wir den Poeten und der Poet sagt, mit liebevollen Worten kannst du die Situation für dich zum Positiven verändern. Ja, mit liebevollen Worten, nicht mit zum Scheiß. Ja, und das ist ja eigentlich auch genau das, was er haben will, dass man sagt, ja, kann man es nicht irgendwo andersweitig regeln. Ne? Ja, wenn diese Person bereit ist dazu. Und da haben wir den Keller. Um an dieser Stelle weiterzukommen, musst du deine Ängste überwinden. Und da ist es jetzt nochmal die Bestätigung drauf, ne? Dass es hier wirklich um Ängste geht. Diese Person heißt, ob ich jetzt meinen Mann verliere, ob ich meinen Sohn verliere, ob ich meinen besten Freund, Freundin verliere. Egal hier. Ja? Man hat Angst. Und deswegen wird man hier Gerüchte in die Welt setzen. Also da wird es einem noch nicht ganz einfach gemacht. Ja? Aber trotzdem hält das dein Gegenüber nicht davon auf, oder ab. Auf ab. Hält dein Gegenüber das nicht ab, hier mit dir in diese Partnerschaft zu gehen oder beziehungsweise diese Sache zwischen euch öffentlich zu machen, dazu zu stehen, sein Versprechen einzulösen. Es wird ihn nicht abhalten davon. Ja? Ach, was ist das wieder für eine Legung hier, Leute? Ja, hier über den Mond, ne? Da sieht man auch schon wieder hier die viele Grübelei, viele Gedanken. Ja, Ängste, Sorgen auch, ne? Welchen Weg geht man denn jetzt? Ist es die richtige Entscheidung? Also man denkt schon nach darüber. Man weiß, dass eine Veränderung sowieso nicht mehr aufzuhalten ist, ja? Aber da sieht man auch schon wieder hier gewisse Sehnsüchte, die da sind, ne? Die Verbindung ist blockiert, ja? Die wird auch über einen längeren Zeitraum, sage ich euch, wird das auch blockiert hier werden, ne? Weil hier geht es ja eigentlich um die Öffentlichkeit oder sich für die Liebe zu öffnen, ne? Mit liebevollen Worten, mit liebevollen Gesprächen, ja? Also, dass man über diese Verbindung, da wird was öffentlich, das sieht man auch hier wieder, ne? Da war was blockiert, aber es wird was öffentlich, aber man kann es liebevoll regeln und in die Beendigung bringen. Kann man. Ja, wenn man das will, kann man das alles. Aber da geht es jetzt halt darum, dass dein Gegenüber sich auch durchsetzt. Aber so wie es ausschaut, wird er das auch tun, weil er jetzt gemerkt hat, dass er letztendlich gegenüber dir hier nicht richtig gehandelt hat, beziehungsweise diese Distanz zwischen euch ihm ja auch nicht gefällt, weil er einfach Sehnsucht nach dir hat, ja. Und das sogar noch aufs Spiel gestellt hat, nur dann um da einem anderen zu gefallen oder um das halt mit, ne, der Fingerschnipp, dass man sagt, ja, ich muss dem anderen alles recht machen. Kann auch sein, dass hier wirklich auch so eine Geschichte ist, dass man sagt, naja, um den Freund nicht zu verlieren, hat man sich halt eher von dir distanziert. Auch das ist möglich. Ne? Ja, wieder mal eine spannende Legung. Finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wer gerne, wie gesagt, für sich selber mal da drauf gelegt haben möchte, ja, schreibt mich einfach an. Es sind im Juli noch ein paar Terminchen frei. Also einfach euch melden, wenn ihr da noch rein wollt. Im August bin ich dann mal im Urlaub. Und dann geht es erst wieder Mitte August weiter, ungefähr. Weil vorher bin ich, wie gesagt, im Urlaub. Ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß es noch nicht. Teile ich euch aber noch mit. Und ja, dann ist ja eh schon wieder September. Also es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Ne? Ich habe es mir heute gedacht, dass ich mir, mein Gott, jetzt haben wir dann bald wieder Juli, ne? Aber ja, wie man sieht, es geht vorwärts, ne? Es tut sich was. Und ja, ich bin, wie gesagt, gespannt. Speichert euch das vielleicht auch mal ab und beobachtet mal in nächster Zeit, was so um euch rum geschieht oder was ihr so mitkriegt. Werdet auch ihr der Beobachter, weil er beobachtet gerade. Ne? Er beobachtet die Situation. Also das ist schon ein schlaues Kerlchen hier. Ne? Er weiß schon Bescheid. Also es, wie gesagt, ist ihm ja schon einiges anscheinend auch zugetragen worden. Und im Kopf hat er es ja auch schon, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also von daher ist der gerade auf der Beobachterposition. Finde ich clever. Alles klar. So, das war's von mir. Wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Und ja, ich drücke euch, ich wünsche euch was und bis bald. Ciao, ciao, eure Melanie.